Es wird gekuschelt und geküsst. Beim Mon-Cherie-Barbara-Tag am Mittwoch im Münchner Postpalast wird einem ganz warm ums Herz bei so viel Liebe. Kein Wunder also, dass uns die Gäste des Abends ihre schönste Liebeserklärung verraten. Die schönste Liebeserklärung war natürlich der Heiratsantrag. Vor insgesamt 2 Jahren, vor einem Jahr haben wir geheiratet, vor 2 Jahren kam der Heiratsantrag, das war in Paris, also filmreif und sehr, sehr schön. Ich habe natürlich kein Wort rausbekommen, also ich glaube, es war eher die Geste und die ganze Atmosphäre, die dann funktioniert hat zum Glück. Sonst habe ich nur rumgestammelt, also ich glaube, da war nicht viel. Rumgestammelt, es hat geregnet, aber es war trotzdem schön. Ja, war super, ja. Und dass sie Ja gesagt hat, war natürlich meine schönste Liebeserklärung. Das Ja meiner Frau bei der Verlobung, die ich organisiert habe. Als Kerl wochenlang oder monatelang Gedanken gemacht und die Frau muss dann innerhalb von, am besten innerhalb von 10 Sekunden, aber innerhalb von so 3-4 Minuten entscheiden, aber das ist dann für einen Kerl schon nervenzehrend. Die Mütter des Abends richten ihre Liebeserklärung an ihre Kinder. Ich liebe meine Kleinen so sehr. Ich möchte sie immer küssen, mit ihnen schmusen und an ihnen riechen. Ich liebe den Geruch ihrer Haare. Meine Liebeserklärung würde an meine Tochter gehen, Dalia, und ich würde ihr sagen, dass sie die Liebe meines Lebens ist und ich keinen Tag ohne sie missen möchte. Ich würde zuerst meinem Mann danken, dass er mich den ganzen Tag umsorgt hat. Ich habe gerade Jetlag und großen Schlafmangel und er war wundervoll zu mir. Und natürlich meine Kinder, weil ich sie wie verrückt liebe. Bei Rebecca Mir und Tänzer Massimo wird schon länger über den Liebesbeweis in Form eines Rings am Finger spekuliert. Ist da vielleicht eine Hochzeit in Sicht? Ich weiß gar nicht, welchen ihr meint. Also wir sind noch nicht verlobt, aber wenn es soweit ist, sagen wir euch Bescheid. Ne? Auf diese Nachricht freuen wir uns schon jetzt. Die Schwester von US-Präsident Barack Obama, Dr. Orma Obama, hat schon jetzt allen Grund zur Freude. Denn für ihre Stiftung Sortie Coup bekommt sie an diesem Abend einen Scheck überreicht.